Das Jugendjazzorchester ist eine Art, wo junge Leute Musik machen mit sehr kreativen und außergewöhnlichen Leitungen und wo man einfach zusammen etwas erreicht, wo man vorher noch nie gespielt hat. C'est une musique qui est compliquée, qui est belle, qui est pas facile à aborder au premier abord. Viele Leute würden jetzt das Jugendjazzorchester hören und denken, ja, das ist jetzt das wieder etwas in Richtung halt Duke Ellington und wie man es so kennt und so. Und ist es halt wirklich nicht. Das wird sich jetzt auch recht speziell anfühlen, so irgendwie so mega Big Band Musik im Jugendjazzorchester machen. Es ist gewünscht, dass man offen für alle Musik ist und dass man eben etwas anderes ausprobiert. C'était super intimidant au début, mais j'ai tellement appris. Vraiment, c'est mon expérience la plus formatrice en termes de chant. Am Ende haben wir wirklich eine Band, weil wir waren immer fasziniert von Bands, wo einfach alle miteinander an einem Strang ziehen, dass da wirklich eine Band mit wahnsinnig viel Freude zusammenspielt. Wir versuchen halt mit dem Jugendjazzorchester.ca zu arbeiten, wie wir das auch mit einer eigenen Band machen würden. Und letzten Endes ist ja auch die Vorgehensweise oder die Inhalte sind ja auch dieselben. Ne? Also wir proben und am Ende gibt es eine Tour. Und das ist ja eigentlich, wie das dann da draußen in der Welt später auch stattfinden wird. Genau. Two things, ne? So the trombone, the violins and the flutes, ne? Let us really try to play it like this, so like crazy accurate. Aber auch da, ne? So, es geht einfach darum, dass so, also so einfach, dass es dann auch so dieses Physische kriegt, ne? Dass es dieses Physische, ne? Dass es im Grunde fast gar nicht geht. Und dann gibt es halt wieder einen neuen Anlauf. Ne? Dann kann man nochmal, dann probiert man nochmal, okay, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Jonas, zählt ihr euch ein? Nach 4 Takten fangen wir dann an. Wir versuchen durch die Musik das immer zu nivellieren und jedem das Gefühl zu geben, ich trage da jetzt einen Teil zu bei, der die Musik nach vorne bringt. Let's do echo. Let's just hear. Oh, it's an F7. You're the third. Wait, okay. Is it a B natural? A what? B natural? Yeah. Okay. Ba-da. Crazy. Who wrote that? And let's go again. And. En fait, écrire pour 26, 27 musiciens, musiciennes, quoi. C'est tellement de paramètres à prendre en compte et pour chaque mesure, chaque note qu'on écrit, ça a une répercussion sur toutes les autres. Et du coup, ça fait un poids de fou, mais on se rend juste pas compte. Moi, je suis seul dans ma chambre. Je passe mes nuits à écrire. C'est un des sentiments les plus gratifiants, en fait. Juste de voir les gens qui donnent tout ce qu'ils peuvent pour faire sonner la musique que t'as écrite et c'est vraiment quelque chose de magnifique. Also es ist jetzt das dritte Jahr, dass wir so ein orchestereigenes Kompositionsprogramm installiert haben. Da begleiten wir halt Mitglieder im Orchester dabei, wie sie ein Stück schreiben. Und mit denen schreiben wir dann als künstlerisches Team an einem Programm für so ein riesiges Orchester.
Also der Mehrwert und der Gewinn aus dem Orchester sind ich ganz klar in dem, dass wir wirklich intensiv und lang an dem Projekt arbeiten können und miteinander etwas erschaffen können. Donc juste instrumentalement, je pense que tout le monde apprend et tout le monde est confronté, tout le monde est challengé. Ich habe schon einem Freund von mir, der Barock Blockflöte spielt, empfohlen. Einfach so von wegen, okay, hey, look, im Barock improvisiert man auch und probiert es doch aus. Also wir haben natürlich jede Season haben wir neue Leute, die dazukommen. Und natürlich die brauchen zuerst ein bisschen, bis sie ein Plätzchen finden. Aber ich empfinde das so, dass die sehr geschwind dabei sind. Les gens, ils sont restés, c'est pas chaque année une équipe différente. Les gens, ils aiment, ils restent, ils ont envie de revenir parce que c'est tellement spécial et c'est tellement unique. Die Leute, die länger dabei sind, die wissen, wie es läuft. Also es baut sich halt wirklich eine Beziehung auf und das schätze ich eigentlich sehr. Demnach versuchen wir dann den Leuten, bei denen das bei uns so ist, wo man dann natürlich auch das merkt, ah, vielleicht fallen mir ein paar Sachen leichter, die dann rüberzuziehen in eine Verantwortung, zu sagen, ja, Leute, das ist jetzt der Punkt, an dem könnt ihr andere mitziehen, an dem könnt ihr anderen helfen. Und dadurch haben wir es, glaube ich, wirklich geschafft, einen sehr, sehr tollen Sinn von Gemeinschaft hier zu schaffen. Wir sind ja eine Station hier. Wir sind eine Station für die Leute und manche werden gehen, neue werden kommen. Das ist jetzt einfach so dieses Genießen und auch für uns natürlich auch so ein bisschen dieses Loslassen. Ja, jetzt wird gespielt. Was jetzt zählt, ist Musik machen. Es ist halt auch mega geil und du merkst, hey, es fängt an von Tönen, an von Klingen, es kommt. Tellement soulageant d'arriver à enfin yes. Ça va le faire, c'est cool, c'est ok. On est là, on va jouer, on est content. Also, das lohnt sich abartig. Am allermeisten über Musik habe ich hier in diesem Jugendjazzorchester gelernt. Also, das übertreibe ich jetzt gar nicht.